Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Wie nennen wir das eigentlich? After Dark ist das. After Dark, normales After Dark. Finde ich so professionell, dass wir eigentlich längst eine eigene Reihe für bräuchten. Wie war es denn? Was ist nicht Schrecksekunden? Was? Schrecksekunden war mal so ein Game One-Titel, glaube ich, früher. Jetzt gibt es ja Game Two. Wir können mal Colin fragen, wie das bei denen jetzt heißt. Schrecksekunden. Schrecksekunden. Ja. Da darf nur er aber die Sachen spielen. Wie auch immer. Herzlich willkommen zu Resident Evil, gezockt von uns. Und wir haben, nachdem ihr euch beschwert habt, dass wir den besten Teil, den vermeintlich besten Teil der Serie immer noch nicht ausgepackt haben, haben wir ihn jetzt reingeschoben. Ich dachte, wir spielen Teil 3. Ja, also wir haben ja, nachdem wir, was haben wir alles gelernt? Wir haben gelernt, der zweite Teil ist super. Wir haben gelernt, der erste Teil, den habt ihr gar nicht mitgespielt, den habe ich mehr oder weniger alleine gespielt. Dann haben wir gemerkt, aber das hast du wahrscheinlich dann nochmal dir vor Augen geführt, Resident Evil Zero ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Das wusste ich vorher. Ja, hast du aber auch durchgespielt, ne? Ja. Die rote Monika, Code Veronica. War gar nicht so gut wie gedacht. Aber hat trotzdem Bock. Ja, Doppelherz, geil, Peak, Ass. Oh ja, Ass-Peak, Krone. Doppelherz, Krone, Ass-Peak. Peak. So, irgendwie. Doppelherz, Krone, Ass-Peak. Ja, das war's. Teilweise ja. Sind wir auch erstaunlich gut da durchgekommen. Erstaunlich, ja. Trotz der Male, wo ihr mir tatsächlich den Controller in die Hand gedrückt habt. Ihr wisst doch, dass ihr sowas nicht macht. Das wird auch diesmal wieder kommen, Gregor. Hier wird brüderlich geteilt und gestorben wird zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, soll ich das Spiel eigentlich starten? Du brauchst einfach nur den Guide-Button drücken. Wir sind ja noch in der selbst ablaufenden Demo. Okay. No? Ja, also falls die Leute den Intro-Screen angucken wollen. Wenn du links und rechts einfach drückst, dann passiert jetzt gerade nichts. Jetzt sind wir im Spiel. Genau. Müssen wir in die Game-Config, müssen wir nicht rein, ne? Wir können mal schauen, aber eigentlich, wir können vielleicht mal von wegen Helligkeit gucken, Monitor Adjust, aber es ist, glaube ich, nur um mal zu checken. Das ist, glaube ich, nur dieser Vergleich, diese Balken drin, ohne dass du die... Es sollte aber einigermaßen ausschauen. Das ist auf jeden Fall auch heller, das Bild, als bei Code Veronica, also das ist schon mal ganz cool. Wir spielen übrigens die PS1-Version auf einer PS3, die gibt es ja im PlayStation Store, Spiel ist ja mittlerweile nicht mehr indiziert. Genau. Das heißt, man kann es ganz normal kaufen, ich glaube, es kostet so einen 10er ungefähr. Und wir spielen wohl den Normalmodus, der hier als Hard-Modus, genau, der hier als Hard-Modus ist. Du kannst auf Start drücken, dann musst du nämlich erstmal das neu auswählen. Resident Evil. Juhu. Yeah. Und wieder einmal geht es in ein Abenteuer. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir brauchen. Ich tippe mal auf 12 Stunden, hoffentlich. Ich muss meinen Fernseher ein bisschen lauter machen. Hab ich doch gesagt. Wenig leiser. Ach toll. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance. And my last chance. My last escape. Sehr cool, das schöne zweite Outfit von Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. What are they? No! Ja. Ja, das Beste bisher war die Zombies mit dem Aufzug.
Wir sind hier oben reingegangen, klack, und sind dann unten. Okay, wir sind da. Ach nee, waren wir nicht in meinem Stockwerk. Ja, während so Aufzugmusik düdelt. Ja. Ja, wundervoll. Willst du eigentlich spielen? Weil du hast gerade eben so freudig gejaucht. Mach du erst mal. Ich will nicht der Idiot sein, der nicht weiß, wie die Steuerung funktioniert. Dann bin ich halt der Idiot, wenn ich weiß, wie die Steuerung funktioniert. Geht wie bei jedem anderen auch. Wie schön, dass sie es geschafft hat, etwas Körperfreies anzuziehen. Ja, das Coole bei dem Game. Oh. Ich glaube, ignoriere die einfach und laufe an allem vorbei. Kann man diese 180-Grad-Drehung hier machen? Ja. Okay. Ja, jetzt schnell weiter. Sehr gut. Genau. Ah, jetzt habe ich schon eigentlich Schuss vergeudet. Das, ich glaube, du bist eh gleich nochmal versorgt nach der Cutscene hier. Das Schöne an dem Game war ja, dass es ja quasi, ursprünglich war es ja eigentlich ein Spin-Off, ne, bevor sie Teil 3 draus gemacht haben. Das haben wir bei Code Veronica schon ausgeführt, dass das Code Veronica eigentlich der dritte Teil werden sollte und dass das Spin-Off, aber aus vertraglichen Gründen sie es umdrehen mussten. Man sieht ihn durch. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Man sieht natürlich, dass es auch viel näher an Teil 2 ist noch, ne, als Code Veronica. Also auch nicht ganz so hübsch ist. Ja, die Basis ist natürlich Teil 2 gewesen. Man wird auch ein paar Locations ja auch wieder besuchen, die von Teil 2 bekannt sind. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. Oh, nee, ich sperre mich in meinen Schrank. Ja. Geh jetzt in meinen Lieferwagen. Und er ward nie wieder gesehen. Nie mehr wieder. Hier in der Location irgendwo ist eins meiner Lieblings. I'm not leaving. Never. Never. Just get away from me. Ich habe wirklich auch nur wenige Erinnerungen, so, aber du wolltest kurz über deine Lieblingslocation Mein Lieblings-Easter Egg ist hier irgendwo, ich glaube, in der Location versteckt. Also, die haben ja bei den alten Japano-Spielen ganz gerne Regie, es gibt keine Untertitel in dem Spiel. Also PlayStation einspielen, Untertitel, jawohl. Können wir leider nicht zuschalten. Aber die reden ja zum Glück laut genug. Die japanischen Texturendesigner bei solchen alten Spielen haben ja gerne mal sich von vielen verschiedenen Sachen inspirieren lassen. Zum Beispiel in Silent Hill haben sie etliche Bilder aus Kindergartenkorb genommen, um dort Texturen für die Schule herzustellen. Und hier in der Location gibt es ein Poster eines Albums aus den 90ern. Ich glaube, irgendwo in einem der hinteren Parts oder sowas. Es gab mal eine TV-Serie namens California Dreams. Die war so ein bisschen so aufgemacht wie eine Pop-Teenie-Band, die zusammengebaut wird, also so California High School-Style, bisschen gemacht, aber wo es um Musik dann ging. Und die haben ein Debütalbum gemacht, was eigentlich sogar ziemlich cool ist, dass ich selber habe. Und das Cover von diesem Album befindet sich, glaube ich, entweder hier in der Location oder anderswo an der Wand als Poster. Jetzt musst du ganz stark sein. Ach, nee, es fängt wieder an. Oh Gott, ich krieg schon wieder Krämpfe. Die Game Instructions, die braucht man nicht, ne? Nee, das sind Anleitungen, damit du die Steuerung dann mal intern hast. Reloading Tool ist ganz nett. Was macht man damit nochmal? Damit machst du Kugeln, kannst du craften, sozusagen. Okay. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was du im Endeffekt dafür brauchst. Du packst echt die Munition da rein? Ja, nicht kapiert. Da liegt ein Ingribbon. Ich wollte erstmal einsammeln, so wie immer. Ach so. Ach, stimmt, ihr kennt das Spiel einfach nicht. Sammle erstmal den Kram hier ein. Natürlich habe ich recht. Ich bin Resident Evil King, ey. Ist hier das Bild? Nee, das ist es nicht, oder? Nee, also mir wird schon auffallen. Also irgendwo, ich glaube, es war in der Location hier, entweder unten oder so. Damit kann ich jetzt craften, ja. Damit kannst du craften, ja. Wie genau steht wahrscheinlich in den Anleitungen drin, aber ich weiß auch nicht mehr exakt. Also wahrscheinlich einfach nur kombinieren. Wollen wir mal nachgucken, bevor wir es gleich verdödeln? Ja, machen wir gleich mal. Ich kann auch gleich erst nochmal speichern, bevor wir irgendwas machen. Ach, ich weiß nicht. Nee, zu früh brauchen wir das nicht. Bevor wir craften, also meine ich. Ach so. Damit ich es nicht falsch mache. Ja, was anderes hier gibt es, glaube ich, nicht außer dem Ribbon. Doch, natürlich, das Farbband. Ja, außer dem Ribbon. Das wollen wir natürlich haben. So, Frage ist, soll ich jetzt gleich erstmal kommen, mache ich das erstmal? Du hast ja hier auch nicht mehr die Wahl zwischen zwei Charakteren, also bist du automatisch mit Jill unterwegs, die dann auch 8 Slots hat.
Also Spiel ist auch daraufhin gebalanced. Ja, es gibt aber später, glaube ich... Moment, wie komme ich nochmal ins Menü? Ah, okay. Gab es nicht später sowas wie so Taschen oder so, wo du mehrere Sprays oder so kombinieren kannst? Also ich weiß nicht, ob du bei ihr nochmal eine Zusatztasche für 10 bekommst, da bin ich mir nicht mehr sicher. Es gibt einen weiteren Charakter, den du sporadisch hier steuerst später, aber eben nicht, dass du die Wahl vorher hast zwischen hier Chris und Jill mit 6 und 8 Item-Slots. Die Tasche gab es im Zweier quasi noch, ne? Wo man dann nicht nochmal 2 dazu packen kann, aber hier bin ich mir nicht mehr sicher. Das Game ist ja auch zeitmäßig zweigeteilt. Das spielt ja jetzt hier 2 Wochen vor Resident Evil 2, was wir hier gerade sehen. Oder entweder ganz kurz vorher oder zumindest es gibt ja eine Stelle, wo dann Jill sozusagen für längere Zeit ausgenockt ist und dann spielt es nachdem die Ereignisse von... Hier im Spiel? Ja, genau. Das darfst du noch gar nicht spoilern. Das ist Gregor, mit dem du sprichst. Wir machen hier eine historische Abhandlung über Resident Evil. Da will man Infos haben. Hattest du jetzt gespeichert eigentlich? Nee, nein, okay. Du hast gesagt, ich soll nicht speichern. Ach, soll ich ja, kommen? Nee, komm, lass. Du, was mir übrigens Neues ist, dass man so manuell die Treppen läuft. Ne? Das ist geil, nicht mehr, ne? So Knopf drücken und der läuft dann hoch. Das war so speedig auch vor allem. Jetzt kann man so schön hochrennen. Hab auch das Gefühl, gehen die Animationen ein bisschen schneller in Teil 3? Ja, ne? Ist auf jeden Fall schon das Optimierteste von den PlayStation 1 Resident Evils. Ist auch nicht so ultra lange her, dass ich es durchgespielt habe, irgendwie 3 oder 4 Jahre. Da mal ein Replay gemacht habe damals. Auch auf PS1? Ja, die Version sogar hier, also die mit meinem US-Account runtergeladen, aber ist ja das gleiche Game. Ja. Das glaube ich das erste Mal, damals PS1-Zeiten, habe ich tatsächlich diese deutsche Version damals durchgespielt. Oh echt? Mit dem, wo sie geraucht haben, die Zombies? Wegblinken. Geschwitzt. Ja, ich kenne die auch noch. Jetzt soll ich das Messer nehmen oder? Ja, warum nicht, oder? Ah, nee, komm, ein weiterer Slot. Ich brauch das eh nie. Ich hab japanisch gespielt das erste Mal tatsächlich. Ich kann mich gerade auch nicht entscheiden, aber ich lass es mal hier. Es kommt sicher bald wieder die nächste Kiste. Kannst du gleich, bevor du zur Tür rausgehst, Simon unten auf dem Floor mal schauen? Weil das kann sein, dass Bild? Wir gucken, ob das Bild ja, tatsächlich hier noch da ist. Ich verstehe das. Haben sie rausgepatcht dann? Nee, nicht rausgepatcht, aber ob es wirklich die Location hier war, weil ich glaube schon. Wir laufen einmal rum. Hier ist nichts, ist nicht hier zu. Bei dem Ding kannst du auch nicht machen, nichts machen bei dem roten Teil, ne? Da war ich, glaube ich, schon. Hier ist jetzt genau die Kammer. Nicht. Also ich werde schon erkennen, wenn ich es irgendwo sehe. Ich glaube, es ist wahrscheinlich aber nicht allzu weit weg von hier. Ich komme zu hier danach jetzt. Es ist sicher in der Polizeistation. Das kann sein, ne? was die da für Bilder hängen haben. Sie ist schon eine Fische. Mhm. Sie ist schon ein hübsches Madel. Ne? Gab es im Spiel auch unterschiedliche Outfits? Jetzt schon, oder spielt man die auch erst wieder frei? Ne? Freispielen musst du, glaube ich, freispielen. Also sie hat ein Outfit später, wenn man... da gibt es, glaube ich, eine Location, wo du dann Sachen wechseln kannst, so Umkleidekabine. Ich weiß nicht, ob die aber von Anfang an freigeschaltet sind. Du kannst dir die Kleidung von Regina dann anziehen, aus Dino Crisis zum Beispiel. Ah, stimmt. Darf ich raten, die hat auch einen kurzen Rock an und Top. Die hat dieses graue Top, also ein bisschen, also jetzt nicht, also nicht gerade hier das Zombie-unfreundliche Design, wo sie sich gut beißen lassen kann, wo die Zombies sagen, das ist mal lecker. Beißfreundlich. Ja, das beißfreundliche Design. Es ist schon ein bisschen safer als das hier, aber jetzt auch trotzdem modisch. Okay, also der lebt ja definitiv. Der lebt definitiv. Jetzt gehe ich doch nochmal zu der Tür. Da kam auch schon einer. Es ist ein bisschen verworrener hier so, auf jeden Fall zu Beginn. Ja, es ist ein bisschen labyrinthartiger, stimmt schon. Aber das macht auch Spaß, gerade die... Der Anfang gefällt mir eigentlich auch ganz gut, wo man wirklich durch die Stadt eben noch läuft und das Chaos. Das hat mir auch in Resident Evil 2 am besten gefallen. Bin ich sehr gespannt, wie lang das hält. Jetzt hier zum Beispiel, soll ich hier mal rein? Da unten ist, glaube ich, ein Shotgun oder so, aber du kannst da noch nicht rein. Du musst zur anderen Seite und dann bricht die Tür, glaube ich, auf. Erstmal überall reingucken, kurz. Erstmal die ganzen Kräuter mitnehmen. Ja. Die haben viel von dem Spiel als Vorlage für den zweiten Resident Evil Film genommen. Der wirklich nicht besonders gut war. Da war ich in der Premiere damals, war der auch mit Nemesis, ne? Ja. Habe ich Mila Dingsbums getroffen, interviewt. Mila Dingsbums? Mila Dingsbums, ja. Das ist mein neuer Name für sie. Ach, Mila Jovovich. Ah, ist schon interessant, dass man in so viele verschiedene Ecken jetzt erstmal rein kann. Ist nicht so linear. Die Premiere war es nicht, war eine Pressevorführung, aber sie war danach da. Und davor habe ich Elton getroffen, der hat sie auch interviewt, der damals noch Praktikant bei Stefan Raab war, der so begeistert war, weil er sie so toll fand.
Die war bestimmt ja nicht viel. Schade. Du kennst die Promis. Du kennst sie alle. Ah, ich dachte, der wäre hingefallen. Jetzt ist er hingefallen. Warum fallen die auch nicht mehr richtig? Scheiße. Die war bestimmt auch so begeistert, weil sie Elton getroffen hat. Das ist gemacht, ein Fehler. Eigentlich. Nee, jetzt drehst du schnell wieder um. Ja, genau. Der braucht ja noch. Sehr der muss ja rangieren erstmal. Ich mag es, dass sie so schnell läuft. Das gefällt mir. Boah, ist ganz schön. Da, laufen wir ein bisschen weiter. Unklar, ich weiß natürlich nicht, wo ich lang muss. Da oben sind Kräuter, ne? Genau, da oben sind Kräuter. Lecker Mittagessen. Sehr gut. Was muss sein? Oh, hier ist eine Karte, oder? Ja. Uptown Map. Ah. Du siehst gleich, wie konzentrisch das alles aufgebaut ist. Sehr schön. Richtig groß und ordentlich. Hier ist die Stadt tatsächlich auch ein Teil des Levels und nicht nur Weg von A nach B. Das gefällt mir. Ja, nach dem Anfang von Resident Evil 2 war es mal schön, die wirklich weitläufiger zu sehen. Ja, ich meine, wir vergessen ja auch nicht, dass Nemesis noch kommt und uns auch noch durch diese Stadt jagen wird. Stars. Man hat jetzt im Vorspann schon gesehen, es gibt noch diese zweite Fraktion, dieses Umbrella-Team, ja. Das spielt auch eine Rolle. Genau, der... Ich glaube, gibt es auch eine Abkürzung für irgendwas mit Umbrella, Biohazard, Measures, Quad, irgendwie so ähnlich heißen. Ja, wieso, ja, ich weiß nicht mehr. Ich wusste mal, wie die heißen. Da bin ich auch... Oh. Da bin ich mit den ganzen anderen Sachen, die dazugekommen sind, mit Ouroboros und Umbrella-Nachfolge-Corporation... Shit! Komplett durcheinander. Ich will eigentlich am besten gegen niemanden antreten. Okay, jetzt hast du es sich einkreisen lassen. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber ich wollte doch hier hin. Oh. Gut. Ich will aber erstmal weiter hinten. Ups, was ist das? Okay. Das war übrigens, die Bar ist auch zu. Da stand Boutique. Ich glaube, da musst du den, da kriegst du den Schlüssel, wenn du es einmal durchgespielt hast, um dich da umzukleiden. Ah, das ergibt Sinn, ja. Kurz nochmal schauen. Jetzt sind die hier weg. Sehr gut, jetzt kann ich wieder zurück. Ich wollte nämlich erst nochmal hier weiter gucken. So. Ist das vielleicht? Das glaube ich. Nee, nee. Also, ich werde schon erkennen. Das ist kein Stress. Ich halte jetzt bei jedem Poster an. Ihr braucht euch da nicht rumbemühen. So, hier waren wir vorhin. Ja, gehen wir oben lang und dann hier weiter. Irgendwann bricht diese Tür auf. Ich weiß nicht, ob du, wenn du. Jetzt bricht sie auf. Shit! Ist da gerade eine weggerannt? Ja, ich glaube, das ist unser anderer Kollege später. Verdammt. An denen kommen wir nicht nochmal vorbei. Ohne beißen lassen oder reinschießen ist nichts zu machen. Ist zu eng dafür dann. Wo ist da theoretisch? Ist nur so ein kleines Räumchen. Ja, da vorne ist eine Blockade um die Ecke gleich. Ja, aber es geht runter in dem Raum, wo sie rausgekommen. Ich glaube, da ist auch ein wichtiges Item drin, noch ein Schlüssel oder... Eine Shotgun. Was bedeuten so nochmal die Sachen, die lila leuchten? Gibt es eine Legende zu der Karte? Die Legende besagt, dass sich darin Items befinden. Ja, es sollen, glaube ich, wichtige Örtlichkeiten sein, die man auf jeden Fall besuchen sollte. Die Bar auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich die wichtigste Örtlichkeit in der Stadt. In der möchte ich bleiben. Knack, knack, ne? Schnack, schnack. Weißt du, was Sache ist? Knauk. Da steht ja wirklich. Knaraoke. Knauk. Ah, ich dachte erstmal, wovon redet der? Ja, ich weiß, genau, manchmal hau ich einfach nur so Phrasen raus. Ich dachte, aber in das dem hat Fall was mit der Bar zu tun, wenn sie naja, besoffen ist. Dann. Higgly Duggly. Higgly Duggly. Herzlich willkommen, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr, aber es war sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut gestern über das Bubble Bobble Spiel im Nachhinein, muss ich sagen, obwohl ich so schlecht war, trotzdem gewonnen. Hat mir echt gut. Scheiße! Okay, aber sehr gut beide umgeschubst. Hat mir gut gefallen. Ach, hier, das ist auch. Oh, könnte hier auch eine wichtige Rolle sein im Spiel. Im Auto? Nee, nicht im Auto. Das Ding kannst du dann ballern. Die Tonne. Es gibt mehr Sachen, die man zerballern kann. Jetzt geht doch schnell vorbei, oder? Ich überlege, ob ich die Tonne anschießen soll. Ich glaub, das nicht eine. Kannst du am Rückweg noch machen, jetzt ist da gar keine Not dafür. Gut, okay. Der tut nicht Not. Ich wollte, dass die weg sind. Dass sie mich nicht weiter nerven, was macht denn der hier? Also, wenn wir das hier mal durch haben, kennt ihr das. Gott, oh Gott. Siehst du, du denkst, der eine wacht auf und dann. Habt ihr schon mal von Carbus 22 gehört? Nein. Klingelt bei dir nichts, Fabian, dabei? Vom Namen her irgendwas, aber ich... Also, Chaos 22 ist das türkische Resident Evil. Ah, ist das sowas wie das türkische Star Wars? Ungefähr, YouTube-Video? Ja. Es ist ein Survival-Horror Resident Evil-inspiriertes Spiel für türkisches PC, also in Türkei... In der für Türkei, türkisches PC. Für türkisches PC, nein, für deutsches PC auch, aber in Türkei entwickelt. Shit, guck dir das doch mal an! Geh erstmal hinten in einen der Räume, dass die sich resetten irgendwie hier. Ach, na gut. Und das wäre vielleicht mal was. Ich habe es vor einiger Zeit auch mal kurz angespielt.
Und es ist sehr gut. Spielen. Es ist sehr türkisch. Ist aus den 90ern? Tee-Breaks die ganze Zeit. Oder naja, so. Es ist schon, man sieht, wie die türkischen Star Wars-Filme von Fans von ... gemacht. Ne? Okay. Leute, die dann sehr Heldenverehrungen in dem Kabus 22. Kabus? Also K-A-B-U-S. B-U? Ja. Können wir mal Axel mit reinnehmen, dann kann er von uns. Ja, genau, kann übersetzen. Leute, das hat leider überhaupt nichts gebracht mit dem Resetten. Es war eine gute Idee, aber... Jetzt auch nicht mehr weiter? Ja, ich will ja eigentlich, um es dir zu zeigen, ich will wieder zu dem lilafarbenen Raum hier, weil wir da ja eben schon die Tür aufgekriegt haben und ich komme da halt nicht vorbei. Ja, aber der lilafarbene Raum ist doch noch weiter, wenn du noch weiter nach hinten läufst. Wie, was meinst du? Du könntest auch einmal drum herum, ne? Ja, deswegen. Du musst doch nach links laufen jetzt von deiner Position aus. Du musst doch gar nicht nach vorne zu den Zombies. Doch, doch. Du musst in die andere Richtung, die Tür ist da hinten. Nein. Doch, da ist der hinten, ist der Durchgang. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Lass gleich Magnets, mal how do they work? Wir waren doch eben in dem Raum, wo die Tür aufgeht. Ja, genau. Ist das, wo der jetzt kannst du die Treppe hoch? Welchen lila Raum meinst du denn? Okay, ja, du hast recht. Du hast recht. Ich meine den. Ja, jetzt ist er nicht mehr lila, weil er jetzt zur Map jetzt gehört, weil die Tür offen ist. Ja, da habe ich vielleicht mich ein bisschen mit meiner Map-Kenntnis vertan. So, aber ich jetzt aufpassen. Da. Oh, da ist vorbei. Ja. Sehr gut. Und gleich runter. Geil. Oh, geht hier hinten auch noch weiter? Ja, ja, da unten müssten auch noch weiter. Oh, hör auf doch jetzt! Okay, den musst du töten. Scheiße. Scheiße! Oh, er kotzt. Oh Gott, er kotzt auch noch. Was mach ich denn jetzt? Kommen die Treppe rauf? Warum? Was mach ich denn jetzt? Ich würde nach vorne rennen, glaube ich. Ja, muss der Jill Sandwich. Ich einmal von ihm greifen und schubst ihn weg. Okay. Alter, jetzt bist du double-teamed hier. Oh, shit, das ist nicht gut. Alter, what the hell? Ey, und ich glaube, wir fangen gleich nochmal von vorne an. Sie werden sich fragen, wie ich in diese Situation geraten bin. Es ist eine lange Geschichte. Mann, okay. Es greift mich aber auch keiner von denen. Es greift mich einfach keiner. Jetzt haben sie sich in der Kotzmitte. Warum schießt nicht? Ja, endlich. Ja, aber leider der Falsche. Siehst du, ich wäre hier ganz woanders lang gelaufen. Ich hätte das ganz anders gelöst. Wärst du denn auch an dem Punkt? Nein, ich hätte von Anfang an geschossen, weil ich ständig auf euch höre und auf eure Unsicherheit. Da liegt der Shotgun. Dann kann das eine 10-Stunden-Version von haben. Wenn wir sehen, haben wir sie auch schon dann auf YouTube. Kann das bitte jemand von euch da draußen irgendwie unter Filmszenen oder so legen, diesen Schrei unter bekannte Filmszenen? Das ist der neue Simon-Schrei in 100 Jahren dann. Ja. Fuck den Wilhelm-Schrei. Ja, echt. Das fände ich super. Ich kann den Wilhelm nicht mehr hören. Okay. Wir sind, glaube ich, uns alle einig, das war nicht optimal. Nee, das war nicht. Aber es war auch nicht. Ich lebe noch. Das ist schon was wichtig. Und ich habe genug Munition und die Schrotflinte. Und ein Leiter-Oil. Wer von mir da kommt war ja noch, das? Da war ja noch Nein, einer. Nein, der ist doch noch da, das gibt's doch nicht. Da ist noch einer. Siehst du die ganze Zeit nach unten? Da kommen noch die anderen. Ja, aber ich will jetzt hier runterfallen. Gibt's hier eigentlich den Lucky Shot? Ich weiß es gerade nicht. Das kann sein, aber wahrscheinlich eher, wenn du in der Nähe stehst mit dem Kopf, ne? Dass der Kopf getroffen werden kann. Wie kann man nochmal nachladen? Gibst du mal noch ein Viereck übers Menü, oder? Ja, eins zum Viereck, oder? Nee, tatsächlich nicht mehr. Ich habe auch keinen Schuss mehr. Interessant. Okay, vielleicht ist es eine. Und das haben wir später erst eingeführt. Nee, das müsste aber auch beim 2 doch schon gewesen sein. Möchte einer von euch gleich übernehmen? Also, ich frage jetzt nur, weil ich habe nichts dagegen, wenn wir uns aufteilen. Wobei, jetzt kannst du bis zur Werbung noch machen. Ja. 3 Minuten? Na gut, okay. Danach gebe ich ab an. Wir machen ein Schellsteinpapier in der Welt. Moment. Ah, ich dachte, da ist noch einer. Nimmt auf jeden Fall genug Munition, damit ich alles verballern kann. Ich benutze alle Kräuter vorsorglich. Das war ganz gut schon. Okay. Wo wollen wir jetzt hin, bevor wir weiter rumirren? Wir müssen über die Hintertür in die Bar gelangen. Die Hintertür ist, wenn du da durchläufst, gelbe, hier du den siehst, gelben, du musst da und dann hier hin. Ja, aber es wird schwierig. Oben ist eine Barrikade. Ne? Du musst also irgendwie den richtigen Schlüssel finden, um eine der roten Türen zu öffnen. Na gut. Das Soundeffekt, ey. Oh. Klunk, 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 klunk. Und jetzt muss ich einfach geradeaus. Vorne dann rechts abbiegen, komplett an der Bar vorbei. Oh, der ist echt schnell. Ja, es ist krass, wie fix die da manchmal werden. Bisschen schon wie die Grimson Heads später dann. Ja. Man muss wirklich bei jedem neuen Bild kurz. Oh shit, das war aber fies. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, konnte man jetzt auch schlecht sehen. Als hätte ich gern diese Tonne. Da ist auch einer. Da fressen sie ja gerade einen Typen, an dem musst du vorbei. Stimmt. Ja, nee, und der Typ ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon wieder aufgestanden.
Genau, wunderbar. Hier waren wir vorhin. Die wunderbar. So. Okay, wenn wir jetzt in der Bar ankommen und da speichern können, dann machen wir es vielleicht mal. Mhm. Oh, wir haben Schüsse, oder? Da schießt jemand. Mussten wir jetzt hier runter, oder wie war das? Kannst du gucken. Kannst du mal gucken, wir wollen ja erstmal zur Bar. Okay, lass uns erstmal die Bar machen. Dann hättest du da, genau, musst du da runter. Ja, man macht der... ist auch alles voll da gleich. Ist irgendwas, ja. Eieiei. Oh, shit. Du kannst gut an dem vorbei. Ah, das ist manchmal echt fies. Die zwingen einen hier auf jeden Fall dazu, sich schneller zu entscheiden, weil man hat nicht mehr so viel... Die können sogar die Treppe hoch. Okay. Okay, wir sind in der Bar. Ich hoffe, das kriegen wir mit der Werbung noch hin jetzt. Oh, Brad. Das war's, Brad. Get away! Nee, das soll er machen. Jetzt? Nö. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also. Okay, mach das alles. Ja. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive. Warum macht niemand irgendwas? The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Okay. He's after STARS members. There's no escape. Wunderschön. Okay, wir gucken gleich mal, ob man hier einmal abspeichern kann, würde ich sagen. Ich sehe im Moment noch nichts. Das wäre natürlich ganz schön gemein, wenn ich euch jetzt... Hier ist eine Falltür gleich, wenn du nach links guckst. Ah, okay. Oder? Irgendwo. Ist sie das? Nee, aber irgendwo hier war eine Falltür auf jeden Fall. Okay, wir werden hier gleich noch alles einsammeln. Und dann haben wir nur noch eine halbe Stunde. Warum tut nicht irgendjemand irgendetwas dagegen? Ja. Müssen wir mal gucken. Tut mal was. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht's weiter. Bis gleich. Da sind wir wieder und jetzt wird ausgestereschein papiert, wer spielen muss. Stein gegen Stein. Yes! Nee, Moment, darf ich jetzt oder musst du das jetzt spielen? Schere schlägt. Okay, Papier. Dann mach ich. Nimm es und schau dir die Clock Tower Postcard an. Wir sind in der Bar noch, du hast die Postcard, das ist die, die auf der Theke lag, ne? Oder wo hast du die gefunden? Ja, auf der Theke in der Bar. Da ist es 5 vor 12. Das ist symbolisch. The following explanation is printed on the backside. A landmark spot. St. Michael's Clock Tower. Ja, ungewöhnlich, dass auf so einer Postkarte vor einer Postkarte draufsteht, oder? Würde eher London stehen oder Raccoon City oder so. Es ist wahr. Aber nicht Postkarte. Es ist ja sehr deskriptiv. Da steht ja auch hier an der Bar Cool Beer. Ja. Okay. Okay, aber das ist jetzt, glaube ich, noch kein maßgeblich wichtiges Item hier gewesen. Ich spiele jetzt gerade zum ersten Mal. Da ist noch ein Schlüssel oder irgendwas. Einmal die Steuerung auschecken. Irgendetwas blinkt an der Ecke, ich sehe es gar nicht. Kann es sein, also auf der anderen Seite. Ah, okay. Das ist aber komisch, dass das hier hinten die Map und so liegt. Ja, das ist aber okay, finde ich. L2, Map, das war ein Ziel. Das war Rennen. Und wie ist das schnelle... Kasten. Genau. Quadrat? Nee, was heißt das? Quadrat? Viereck. Kasten, Viereck. Hier hinten hast du nicht was von der Falltür? Nee, andersrum, einmal drumherum. Ja, also irgendwo befindet sich hier eine Falltür, aber es kann sein, dass es erst beim nächsten Besuch dann freigeschaltet wird. Da hinten blinkt was am Telefon. Yep. Ah. Ein Leiter. Ah, okay, das können wir wahrscheinlich gleich kombinieren, oder? Du kannst es mal probieren, ja. Mit was kombinieren? Mit damit. Ja, aber warum solltest du jetzt Benzin mit... Das ist Leiteröl. Das ist ein Leiter. Ach, um es aufzufüllen. Ich dachte, du willst jetzt irgendwie das Öl anzünden. Ich dachte, was haben wir dann davon? Dann zünde ich die Bar. Und dann stecke ich es in die Tasche. Wie, was ist denn hier zurückgehen? Ach so, Dreieck. Die Tastenbelegung ist etwas seltsam. Ja, guck doch mal, ob du es vielleicht auf den Standard wieder stellen kannst. Nein, alle spielen mit derselben Einstellung. Ich habe Standard, ich habe nichts gemacht. Das ist, glaube ich, Standardeinstellung. Ich meine aber, vielleicht ist dann für das die neue Einstellung und die alte Standardeinstellung ist jetzt Type B oder irgendwie so. Aber geht doch, ist doch ja, das können wir so lassen. Ja. Aber was hat denn jetzt wirklich die Bar gebracht? Außerdem nichts, dass wir jetzt ein Kreuz von A nach B funktioniert. Brad hat uns eine wichtige Nachricht hinterlassen. Genau. Er ist hinter uns her. Nach STARS Members. Gucken wir vielleicht einmal auf die Karte, wo wir jetzt dann hingehen, wenn wir hier rausgehen. Du machst jetzt die Tür auf, die du
Besser nicht. Die Vordertür, aber ich kann einmal raus. Du kannst sie ja aufschließen, ja. Genau, schließ sie mal auf, aber geh schon dann wieder rein, weil wir möchten hinten rum. Hinten bei der Bar hatten wir noch einiges unerforscht. Genau, da war ja ein Weg, bevor wir dann in diese kleine Treppe runtergegangen sind. Also ich soll ich wirklich wieder reingehen? Ja, wir hatten ja alles. Okay. Es gibt ja eigentlich keinen richtigen Grund. Bisher sehr schön. Hat direkt nostalgische Feelings und Vibes. Ist, ich bin, wie gesagt, ich bin echt angetan davon, wie fix das alles so geht. Ja, du wirst noch den Nachteil zu spüren bekommen, nämlich, dass es auch gegen dich läuft. Tja, schieße ich jetzt von dir oder locke ich die irgendwie an? Wenn sie anlockst, musst du sie natürlich auch alle erledigen. Der kommt. Er hat sich freigeeiert. Wie schieße ich denn? Toll, das war schon über die Sekunde. Aber war doch gut. Hat doch geklappt. Du solltest natürlich nachschießen. Immer nachschießen. Oh. Ich wollte es spannend machen. Das ist es. Machst du. Ja. Man kann kein Quick-Nachladen machen. Nee, leider nicht. Einer down, 275.000 to go. Ich glaube, an den anderen sollst du besser vorbeilaufen, wenn du es irgendwie hinbekommst. Immer. Generell eigentlich komm hier an allen vorbeilaufen, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob das was war, was nur in speziellen Situationen ausgelöst wird, aber es gibt ja auch so einen Ausweichmove hier mittlerweile, ne? Aber vielleicht hätten wir doch mal die Handbücher lesen sollen, die wir jetzt leider nicht gelegt haben. Beim nächsten Mal in der Truhe gucken wir mal kurz. Du kannst rein. Ja gerne in der Truhe nachgucken. Die sind schon nach oben gegangen. Was ist denn hier mit dem Tor? Du brauchst einen Crank, ja. A square crank. Don't be square. Ja, da haben die Kinder noch gespielt. Ja, ich glaube, es waren Zombie-Kinder. Oh, ja. Deswegen sieht es auch so scheppig aus. Kein richtiges Kind. Kein richtiger Kreis. Lauf an dem vorbei. Ja, super. Und jetzt nach links, ne? Nee, andersrum. Nein. Ja. Genau, richtig. Jetzt ist die Frage, drück mal L2. Und jetzt gucken wir mal. Nach links, da waren wir noch nicht. Ja. Kann ich diese Blockade unten wegmachen, wenn ich jetzt hier nach rechts laufe? Ich würde trotzdem mal nach rechts laufen und gucken, was da ist. Ja, ist dann ein Item oder so, ja. Genau. Im besten Fall ist dann ein Item. Nee, nix. Eine blockierte Tür, glaube ich. Ja. Scheiße, you open the locker. Ja, doch, jetzt hast du es aufgemacht. Aber da waren wir ja schon. Genau, aber du hast es aufgeschlossen für später. Das ist später und jetzt gehen wir nach rechts. Ist natürlich sehr geschickt, dass man sich so kleine Wege frei hält, um von A nach B zu kommen in Zukunft. Ja, also wenn die Leute jetzt anfangen, immer so Dark Souls zu praisen, da kannst du so Wege öffnen, wo du wieder zurückkommst. Wahnsinn! Ja, das gab's noch nie vorher. Das gab's ja bei Metroidvania-Spielen schon vor 20 Jahren. Gab's bei allen. Ja. Aber ist halt kein Dark Souls. Was rappelt hier? Das muss so raushüpfen. Die sind hinter dem Gatter, würde ich sagen. Nee, ist weiter unten. Okay. Ich kann nur geradeaus laufen. Vorne rechts ist wieder gesperrt irgendwie. Vielleicht kannst du die Tür dann aber öffnen. Geh mal hin, guck mal. Ich glaube, hier platzt gleich auf dem Weg raus. Ja, ist schon passiert. Warte, genau. Okay. Du weißt, was zu tun ist. Genau. Warte aber echt, bis die alle da sind. Wie schön synchron. Synchron, ja. Synchron-Zombien. Okay, jetzt schieße ich. Ja. Oh, geil, wie befriedigend. Oh, kannst du den bitte auch erleben? Der muss noch abbrennen. Ja, kann der noch da rein, aber ich glaube, der ist leider der nicht schutzsichere. Hinten sind zwei rote Pflanzen. Okay, die genau, die hätte man mit den Grünen kombinieren können, die ich alle gegessen habe. Schade, ja, der hat das hier schreckt davon. Ich wollte den Satz nicht so zu Ende führen, du hast ihn fatalistisch zu Ende gebracht. Okay, und jetzt hänge ich hier in der Ecke, hier geht's nicht weiter. Guck mal, ob du die Tür aufmachen kannst vielleicht. Wahrscheinlich schon. Oben ist auch ein Speicherpunkt an der Nähe, ne? Vorsicht. Aber okay, aber wenn du jetzt, Fabian, wenn du jetzt anfängst zu schießen, musst du dann irgendwann fertig machen. Leiter. Okay. Ja, ich muss kurz überlegen. Mit dem Feuer. Das Inventar ist hier. Gut. Ich werde diese Tür abschließen mit Seil. Geh da rein. Da wird nie jemand dran vorbeikommen. Weil, dass sie das Seil auch noch in Leiteröl getränkt haben, sozusagen. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Da kommt niemand rein. Okay, ich gehe erstmal in den Speicherraum, ja? Speicherplatz, ja, nicht Spiel. Speicherplatz, sehr gut. Aber halt Ausschau. Meinst du erst noch was? Ah, ich finde diese apokalyptische Atmosphäre, die haben sie echt gut eingefangen. So. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Alter! Oh, die Hunde, genau! Die mag ich ja richtig gerne. Keine in die Tür, okay. Wie geil ist das, dass sie es wieder geschafft haben, einen Hund einzubauen, der einen überrascht? Das ist eine Kunst. Die Hundeüberraschung. Ja, weil es auch wirklich eine blöde Stelle ist, weil wir nicht gespeichert haben seit Anfang. Ja, das haben die extra so gemacht. Auf dem Weg zum Speicherraum kommt nochmal ein Hund. Boah, ich wäre gut, so eine Art Kinderüberraschung, dass da ein Hund rausgeplatzt kommt immer. Weißt du aber nie wann? Du machst die auch.
Wie bitte, Fabian? Die restlichen 19 Minuten sortiere ich das jetzt hier alles neu. Ja, mach das, mach das. Ich befürchte das. Okay, willst du den einmal First hier das Spray mitnehmen? Ja, würde ich sagen. Okay. Einmal das Reloading-Tool benutzen. Ja. Finde ich im Übrigen, also, es ist eine lustige Idee, aber es ist wirklich einfach nur total redundant und nervig. Also, du tauscht. Oh, okay, naja, das ist interessant. Vielleicht kannst du auch mehrere von diesen Powdern erst miteinander genau, kombinieren. Genau, also in der Anleitung steht wahrscheinlich, welche Powder du wie kombinieren musst. Komm, wir gucken da jetzt mal rein. Wenn das wirklich so funktioniert, okay. Aber wenn es einfach nur, ich verwandle ein Item in ein anderes ist, hat es mit Crafting eigentlich nicht viel zu tun. Nee, es sind die beiden jeweils. Also Fabian muss jetzt auch ein Gun-Type A und B Powder nehmen, jeweils. Wir lassen mal das Feuerzeug jetzt hier, oder? Das brauchen wir wahrscheinlich unmittelbar jetzt dann nicht mehr. Auch, ja. Du kannst auch gleich die... Soll ich das Spray benutzen? Nee, oder? Nö, aber den Ink Ribbon hättest du auch schon nehmen können. Stimmt, ich wollte mal einmal kurz in die Handbücher schauen. Genau, können wir die wieder ablegen danach. Okay, dann schauen wir doch kurz mal in die Handbücher. Okay, das können wir aber echt überfliegen, oder? Ja, klar. Schießen. Okay, ja, man kann... Schießen. Ah, okay, das wusste ich nicht. R2 kannst du direkt anvisieren. Mhm, Auto-Aim sozusagen. Ja, das ist klar. Schnell umdrehen. Emergency Escape. Ja, okay. Can push them away to escape, press the directional buttons, action button, cancel button, also irgendein eigentlich Button. Eigentlich alle. Aber genau. Just cram your fucking controller. Aber, like nicht, wild. Aber nicht den L2-Button. Der stand da nicht der mit nicht. Drin. Das ist der einzige, der auf keinen Fall. Da beißt er sich genau, und hier. Hier, just before an enemy attacks. R1 oh. Or R2 und action button while aiming. Du kannst also diesen Dodge-Move machen. Okay, das ist aber echt wichtig. Mhm. Also, weil damit kann man, glaube ich, sehr oft. Enemy attacks. Okay, wenn man ja schon die Waffe im Anschlag hat, dann quasi Action-Button ist dann X wahrscheinlich, ne? Klar, weil dann zielst du ja mit den Buttons schon. Ja. Das sollten wir echt mal versuchen. Getting off on an... Das ist klar. Okay, das ist klar. Getting off an object. L2 ist die Map. Das brauche ich keine Einleitung für. Okay, Maps. Life Selection, okay. Fates, Black and White. Genau, so, das sind natürlich dann die ja Quicktime-Entscheidungen. Wir müssen auch dran denken, dass wir alle Nemesis-Entscheidungen auch ohne Munition erledigen können. Mhm. Das finde ich immer sehr wichtig, da kann man echt viel sparen. Man muss eigentlich, also du musst den überhaupt nicht anballern. Ja, aber, eigentlich nie, aber der droppt natürlich Sachen, ne? Er droppt was Gutes, aber das Invest ist dann noch relativ hoch, ne? Ich habe auch immer das Gefühl, das kann man sich sparen. Okay, das ist tatsächlich das, was wir genau dachten. Ja. Okay. Das ist klar. Combining. Ah ja. Ja. Also A, B und C. Okay, na gut, dann ist doch nicht okay, so billig. Um C zu bekommen, musst du schon A und B mixen. Genau, vorher mixen, ne? Uiuiui, 13 verschiedene Sachen. Ich glaube, es steht dann hier alles. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber ist gut zu wissen. Ist okay, das kannst du ja in der Kiste lassen und rausholen zur Not, zum Draufgucken. Das heißt, eigentlich sollte man jetzt schon anfangen, den Puder zu sammeln. Ja, aber guck mal, ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, weil du für Magnum Bullets brauchst du C, C, C. Und C kannst du nur herstellen, indem du A und B hast. Das heißt, wir würden auf 3x Handgun Bullets und 3x Shotgun Shells verzichten, um einmal Magnum Bullets herzustellen. Ja, aber es sind 6 Kopfschüsse. Ja. Na, ich bin da leidenschaftslos. Hauptsache, man kann damit schießen. Okay, und es verbessert sich auch noch, ne? Je öfter. Your skill will be improved and you will be able to create more. Stellen wir lieber mehr Standard-Dings her und werden darin dann besser, würde ich sagen. Ja. Ach, guck mal, jetzt ist es, wenn du sie gelesen hast, sind es keine Ingame-Items mehr, ne? Ist gut, ne? Jetzt kann man sie nämlich immer lesen. Das war mir nicht bewusst. Einen haben wir noch. 15 Minuten noch. Ja, hatten wir doch schon mal gespeichert? Ja, ganz am Anfang, als wir das Crafting probieren wollten, dann nicht probiert haben. Doch, ich hab doch gecraftet. Hast du? Echt? Ja, ich. Nicht aufgefallen. Ja, man muss ja auch nicht viel mehr machen, außer einmal draufdrücken. Ja. Nein. Soll ich ein rotes Kraut mitnehmen? Nein. Du kannst eigentlich sogar die 7 Shotgun-Shells aber, Fabian, und das hinterlässt du so in der Truhe? Ja, ich mach's jetzt um der Unterhaltung willen. Wenn ihr mal auf dem Klo seid oder so, sortiere ich wieder alles. Das ist so. Oder mal nachts komme ich hier rein. Wir dürfen jetzt nicht mehr aufs Klo. Kommst nachts mal vorbei. Läuft die PS3 wieder? Ich will ihn schon sortieren. Okay, links oder rechts jetzt gehen? Jetzt würde ich erstmal links gehen. Also von hier nach rechts. Ja genau, dann kann ich vielleicht den Hunden entgehen. Die Hunde killen wir nicht, oder? Ja, also die warten dann da vorne auf dich. Das Ding ist, wir werden immer wieder vergessen, dass die Hunde da sind und immer wieder reinrennen. Ach, aber du bist ja irgendwann auch aus dem Bereich dann raus. Die brennen sogar, ey. Uiuiui. Ui, ui. Sollte man eigentlich ausbrennen lassen. Wahrscheinlich eine Shotgun ins Gesicht und dann einmal weiter. Books! Books, Books. Der Buchladen Books.
Es ist alles nur Beschreibungstext. Man findet sich auf jeden Fall in Raccoon City sehr leicht zurecht. Okay, unten ist wahrscheinlich wieder blockiert. Soll ich da hinlaufen und gucken, ob ich es aufmachen kann? Ich würde immer erst nochmal gucken. Das heißt, ich muss nach rechts mich orientieren. Hier ist doch wieder irgendeine Falle. Coffee. Ja. Davon hätte ich gerne mal eine Remastered Edition mit richtig hochauflösenden Render. Hintergrund. Das wäre ganz cool, oder wenn sie diese Render-Vorbilder vielleicht gehabt haben. Das muss ja auch irgendwie runterskaliert worden sein, eigentlich. Eigentlich schon, ne? Sagt mal, haben sie sicher noch Simple Lock. Wie war denn das hier? Gab es hier auch so ein Dietrich oder sowas in dem Spiel? Weil hier steht. Wenn ist sie schon mal die richtige. Also sie kann den ja auch bedienen, aber es gibt keine Ahnung, sie als Charakter. Ich weiß aber nicht, ob das hier konkret einer mit dabei war oder nicht. Also ich nehme an, dass sie ihn früher oder später kriegt, weil sie ja auch später immer diejenige mit dem Lockpick ist, wenn ich mich irre. So, und guck mal, das Police Department. Ach ja. Da ist es. Seid ihr sicher, dass es hier keine Items irgendwie gibt? Doch, vielleicht hier in dem Auto noch. Manchmal gibt es im Auto Munition, aber hier kommen wir gar nicht ran. Da ist ein Hütchen, da darf ich hier nicht hin. Ja. Schon geschickt abgegrenzt. Die ist Polizeibeamtin, sie kann an den Hütchen nicht vorbei. Kannst du da nochmal rein, genau? Sehen. Aber ist ein schöner Moment, ne? Also jetzt bist du schon beim Police Department und erlebst quasi einen Teil, bevor Leon da angekommen ist. Ach, das ist irgendwie, man wünscht sich dann ja schon eine Zombie-Apokalypse, aber wir werden noch halb so viel Spaß. So aber wahrscheinlich wären wir einfach so wie die Passanten am Anfang. Ja, genau, wir schließen uns ein. Aufgehen. Nein, ich habe so viele Spiele gespielt. So kommt er auch. Ja. Oh, fuck! Wow, wow, wow. Hatte ich ganz vergessen. Der wird ja leider jetzt. Laufe ich jetzt weg? Gott, oh Gott, und jetzt? Gezungelt. Ja, rein in die Polizeistation. Wirklich? Zungelati. Willst du den jetzt kaputt kicken, oder? Nee, immer abhauen. Aber Quick immer abhauen. Okay, Quicktime-Entscheidung. Flüchten, 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 flüchten. Enter the station. Ein Glück, dass ihr die Entscheidung vorher mal zieht. War das gut. Schön nochmal einem Schwinger entkommen. Also er verträgt wirklich sehr, sehr, sehr viel an Munition. Ja, und du hast hier dann kommt die Gelegenheit, er jetzt aber nicht rein. Man verliert Energie und Munition. Also es ist ja, er weiß nicht, dass die Türen nach außen aufgehen. Das ist jetzt nicht gut. Ja, Klassiker. Guck mal hier, wie schön. Schön, dass ich die ganzen roten Kräuter alle mitgenommen habe auf eurem Film. Ja, du könntest die gar nicht alle einsammeln, du Mecker. Natürlich, ich könnte sie sofort ja kombinieren wieder mit den anderen. Ist hier nicht um die Ecke die Truhe? Natürlich, aber sag das doch nicht dem Fabian, der will alles immer einstecken. Alles. Ich weiß aber nicht, ob die Tür da offen ist zur Truhe hin. Da bin ich mir nicht sicher, weil einiges, du siehst ja, ein Teil ist verbarrikadiert. Ja. Okay, aber eins nehme ich davon jetzt gleich. Ja. Siehst du, schon ist wieder alles fein. This is fine. Mhm. Das kannst du speichern. Übrigens, du sprichst ja gerade die Meme an, ne? Mit natürlich. Dem This is Fine Hund. Weißt du, was ich mir bestellt habe? Was denn? Den This is Fine Hund. Der wurde gekickstartet, dass man, also von dem Ersteller von dem Webcomic, dass man den als so kleine Plüschpuppe hat. Aus welchem Panel ist er? Also ist es der spätere, der schon brennt? Es ist der, nicht brennende. Der normale, der glaube ich, der nicht brennende. Den man auch kennt, ja. Aber er müsste einen Kaffee, glaube ich, auch noch haben. Oder so. Das gefällt mir sehr gut. Das heißt, es musste ich einfach bestellen, es war zu gut. Okay, ich hab die Map gefunden. Mhm. Wollen wir jetzt tatsächlich schon wieder speichern? Ich habe halt eigentlich gerade vor, wir müssen wieder speichern. Ne? Ich kann es ruhig erstmal ein bisschen was machen. Okay. Operate. Brauchen wir Stars Card. Mhm. Die hat ja eigentlich, glaube ich, der Kollege einen Raum weiter, hier, genau. Der aussieht wie Willy Wonka, wollte ich gerade sagen. Will Smith meinst du? Willy Wonka. Zombie World. Ja. Das ist, aber da kommt jetzt, ne? Ist ein abgetrennter Arm, ja? Ja, wirklich. Da auch, kommt er aber sicher nicht rein. Die einzige Tür, doch, das ist, glaube ich, die einzige, wo wir rein können. Ja gut, dann macht das. Das müssen ist doch wir gut. Hin. Es ist ein bisschen vereinfacht hier, das Polizeirevier. So ein paar Sachen sind einfach verbarrikadiert. Ja. Wobei es durchaus zu Capcom passen würde, das komplette Revier einfach wieder auch als Teil nochmal einzubauen. So, hier sind die Partyhütchen doch, ne? Ja. Ja. Die schlechteste Geburtstagsparty ever. Ever. Oh nein, ey. Da sind die immer noch welche. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Ja, mach mal ein bisschen. Mach jetzt Polonaise, immer drumherum laufen. Ist da links im Regal was? Oh. Da links, wo so die bunten Farben sind? Ah, das ist nur eine Kante. Aber du musst in diesen abgetrennten Raum da hinten rein. Yep. Wo Will Schmitz war. Zurück. Nee. Und immer alles an-X'en oder ankassen. Ja, da ist er ja, Will. Da ist auch. Da ist er. Okay. Big Willy Style. Marvin Brannert. Das wäre eine gute Nerd-Quiz-Frage. Marvin ist kein Mensch, glaube ich. Aber das wird echt niemand wissen. Ja, aber auf Englisch echt. Ach so, ja, stimmt. War das Deutsch letztes Mal?
Die Code Veronica war natürlich deutsch, aber es gibt hier leider nicht die deutsche Version im PlayStation Network. Ja, sei froh. Ja. Also leider von den Texten her. Ja, aber er hat gerade über die Zustände gesprochen. Okay, ich glaube, hier haben wir alles. Die Scheiße haben sich leider aufgeteilt. Kannst du die Tür hinten durch? Ja. Oder wolltest du nur noch nach Items checken? Ich glaube, die Starscard gleich benutzen draußen. Meint ihr wirklich? Da war noch ein Item. Da muss man aber auch mal drüber stehen. Ja. Nee, ich guck gleich. Oh, ein blauer, oh Gott, ein blauer Kristall. Mhm. Na gut. Jetzt der Blue Gem. Kannst du eigentlich die Shotgun Shells schon reinpacken oder passt die ich nur? Ich glaube, da passen nur 7 rein. Okay, hier ist noch eine Tür. Okay, ich glaube, ich könnte den Grundriss von dem Polizeirevier, ohne einmal wieder was gesehen zu haben, zu zeichnen. Da draußen ist jetzt der Gang, wo der eine Safe-Raum war mit dem Fabian. Entschuldigung, ich gehe jetzt du um machst die ja Ecke. Wirklich, ich wusste nicht, das geht ja gar nicht. Da, genau. Oh, siehst du? Ja. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr alles gesehen? Ziehen Sie eine Nummer! Vorsicht. Da ist vielleicht auch einer gleich, ja. Okay, sehr gut. Sie braucht kein Treppchen. Number-based lock. Okay, ich weiß sie leider nicht auswendig. Okay, aber kriegen wir irgendwie raus wahrscheinlich. Ja, vielleicht steht sie in einem Computer dann drin, wo wir die Starscard benutzen. Das kann gut sein, ja. Okay, da ist gar nichts. Okay, dann Stellan Starscard. Ja, nicht schlecht. Auch sehr sophisticated, aber auch ganz gut. Gehen wir erst hier weiter jetzt, gehen wir in den Gang für ein bisschen Girl-on-Girl-Action. Wollen wir sie töten? Nein. Wir würden dann hier vorbei, glaube ich. Ich komme gerne vorbei. Da kommt halt drauf an, ob da mehrere sind. So, die Frage ist, in den Safe-Raum jetzt von hier aus rechts? Jetzt mal, ich muss fragen. Ist das ihr BH oder ist das ihre Brustwarze? Das Pinke. Der BH natürlich. Das BH. Da hängt doch die Brust nicht so raus. Ja, aber du hast genau an der Brustwarzenposition hast du einen pinken, kreisrunden Fleck. Just saying. Das ist ein US-Spiel oder ein japanisches. Ja. Ich beschreibe doch nur, was ich sehe. Du beschreibst, was du sehen möchtest. Stimmt. Wir haben alle dasselbe gesehen. Okay, jetzt bin ich hier. Das ist dann später eine Sackgasse. Ich könnte jetzt den Bereich hier absuchen, die zwei Räume. Oder ich hätte erst speichern gehen können. Ach, geh doch erstmal absuchen und dann gehen wir nochmal in den Speicherraum. Wir können dann ja eh rauf danach. Ich bin doch gespannt, was ist eigentlich der Fotoraum? Also der Speicherraum, den wir hier sehen, führt ja eigentlich noch zu diesem Fotoanalyseraum. Ja, der ist ja da, genau. Aufpassen, die Hände. Schiss hier. Nur auf der Karte sah es gerade so aus, als würde der Raum fehlen. Okay, dann geh in der Mitte, direkt rein in den Raum. Geh in die Mitte, geh schnell, geh in die Mitte. Gut gemacht. Das ist dieser Command Room, ne? Dieser Einsatzbesprechungsraum. Wo das Fax ankommt. In Teil 2. Da liegt die Starscard. Da blinkt sie. Hey, Moment, die Starscard, habe ich die nicht vorhin schon eingesammelt? Nee, das ist es deine Karte oder was? Deine... Shit, ich mische jetzt die beiden grünen Kräuter zusammen. Kräuter. Und weißt du warum? Weil du die Shotgun Shells mit. Aber was habe ich denn bei Marvin eben eingesammelt? You take the Stars Cards. Du hast ein Dokument eingesammelt, wo da drin stand. Marvins letzten Bericht. Ja, stimmt. Ja, ich hätte Wild Wild West nie drehen dürfen. Mein Sohn ist ein Vollidiot. Ja. Ich bereue alles. Ich hoffe, Twitter wird nie erfunden. Ich will zurück nach Bel Air. Onkel Phil, hol mich ab. Onkel Phil ist no more. Ja, Onkel Phil kommt als Zombie jetzt. Okay. Shit, so, wir haben ihn leider nicht mehr dabei. Feuerzeug, musst du das? Nothing you can do. Okay, das das war schön. Im letzten Spiel. Das wäre auch strange, oder? Wenn man dasselbe Rätsel. Wenn man es nochmal anzünden kann. Naja, aber die benutzen ständig die gleichen Rätsel. Allein, was sie an verschiedenen formigen Löchern mit Kurbeln haben in den ganzen Spielen. Okay, ich glaube, hier ist wirklich gar nichts, oder? Ja. Einfach nur. Nö. Wir haben den eh schon gerendert lassen reintun. Was ist denn das für ein Bild an der Wand? Smurf. Ja, ohne Scheiße, das ist Schlumpfine, ja. Zombie-Schlumpfi. Zombine, ja. Das ist ein Zombie-Spin-off, was es nie gab. Bei den Schlümpfen. Entschuldigung. Ich muss dir da widersprechen, vehement wie Simon. Schlümpfe haben ja Zombies erfunden. Ja, sollte ich nachfragen? Gehört. Ja, es gibt eine, also ich habe es in der TV-Serie damals gesehen, aber es gibt natürlich wesentlich früher den Comic, der dazu gemacht wurde. Ja. Da war so eine Schlumpfplage, war das Thema der Folge und ein Schlumpf ist dann schwarz angelaufen und ist dann ganz wild und um sich hat er gebissen, ist er wild geworden und das hat dann so funktioniert, dass der Schlumpf die anderen hinten in den Schwanz, in den kleinen Stubbelschwanz gebissen hat und dann sind sie auch schwarz geworden und wild und haben dann sich wie eine Zombie-Plage verbreitet. Ich weiß nicht, wie die Geschichte aufgelöst wurde, aber das war wirklich so Proto-Zombie.
Ich muss eine wichtige Frage stellen jetzt. Ich kann jetzt wieder rausgehen. Ja. Dann sind da die ganzen Zombies und ich kann nur noch hinten um die Ecke laufen. Lohnt sich das für das, was wir da vielleicht finden, oder finden wir einfach gar nichts? Ich würde sagen, eher, du wirst ja sowieso gleich mal absaven, ne? Weil wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. Okay, dann speichern. Und dann checken und dann wir es danach noch mal, einmal, was in der Ecke ist. Weil jetzt auf gut Glück und dann alle Shotgun-Shells verschwenden, wäre wahrscheinlich nicht so toll. Ich hoffe, dass die Zombies nicht mehr jetzt direkt hier vor der Tür stehen. Wahrscheinlich schon, aber... Ich renne einfach durch. Ja. Okay. Aber jetzt bist du in die... Ja, wollte ich ja. Wir wollten erst speichern gehen und dann wollten wir gucken, was da hinten noch in der Ecke ist. Okay. Ich vermute, es lohnt sich nicht, da hinten in die Ecke weiterzugehen. Ach doch, in Sackgassen findet man zumindest immer ein Munitionspäckchen. Zu deiner Rechten ist der Safe. Genau, einfach... Schaffe ich es noch vor dem Zombie? Ja, natürlich. Oh, aber nicht gleich den anderen in die Arme. Oh, da ist noch einer. Wie schön. Ah, nein, nein. Oh, ich muss doch hier hoch. Nein, du musst unten. Nein. Unten ist der Safe-Raum. Da wo hinten, wo der war. Habe ich nicht gewusst. Ich wollte die erstmal verwirren jetzt. Okay, alles klar. Die beißen und weglaufen, Taktik. Ja, jetzt kommen sie von oben und von unten. Ja, ihr habt recht. Ja, aber es ist ein Safe-Raum. Von unten, von unten kommt keiner im Moment. Aha. Weil da ein Ladescreen ist. Warten wir doch mal ab. Warten wir ab. Oh Gott, die drei identischen Zombie-Zwillinge. Nee, Drillinge. Ja, vielleicht muss ich jetzt mal einen töten. Ah, na gut, wenn, dann würde ich die Schrotflinte nutzen, aber renn doch einfach an allem vorbei. Das geht nicht. Wenn du wartest, natürlich nicht. Ja. Naja, okay, das. Jetzt hast du aber auch den denkbar schlechtesten Moment. Ich wollte die beide umschubsen. Ha! Also einmal gegriffen werden ist, ja, einmal ist okay. Minimum, ich finde, man kann ja, also ich glaube, man kann ja auch öfter gebissen werden, als wir es noch kennen. Ich habe das Gefühl, es geht relativ low los. Genau, hier müsste jetzt. Oh! Ja, hier müsste aber auch eine Kiste doch sein, ja, nicht? Ich denke hinten auch. Im Raum beim Foto. Erstmal verteilen. Okay, erstmal gucken. Okay, die schon. Schon ganz schön viel Items stellen zu den anderen. Du kannst mit der Starscard natürlich gleich zurücklaufen, falls du willst, um da den Computer. Ich schätze, wahrscheinlich wird da nur der Code drin sein, um dieses Fach aufzumachen. Ja. Den blauen Diamanten lassen wir hier, oder? Ja, boah. Alles da. Alles da lassen. Genau, oder den Ink Ribbon. Was? Achso, den nehmen wir mit. Was mich irritiert ist, dass wir so wenig Ink Ribbons haben irgendwie, aber davon liegt einer auf dem Tisch, oder? Check mal. Ja, ja. Nehme ich auch an. Ja. Drei sogar dazu gekommen, ne? Mal in den Fotoraum, ob da was ist. Ja, erst nochmal gucken. Da ist. Da vorne liegt, glaube ich, auch noch ein Dokument auf der anderen Seite des Schreibtisches. Gucke. Da. Mhm. David's Memo. My sanity is at its end. Wollen wir das eigentlich vorlesen oder nee. Nicht? Nee. Okay. Jetzt fangen wir an. But we lost another man yesterday. One for better marksman. Du weißt, Alter, wo kommt denn dieser Akzent her? Du weißt auch, worauf das hinauslaufen wird? Dann erstmal, oh, meine Sinne schwinden, ich will Fleisch essen, Stars. Na gut, ich sehe schon, ihr habt kein Interesse am Vorlesen. Nee, Vorlesen ist schon cool, aber, schön, aber nicht auf Englisch ist es, ich weiß es nicht. Ja. Den benutzt du wahrscheinlich gar nicht in diesem Spiel. Nee, ich denke, ja, stimmt. Kann aber gut sein, dass du trotzdem irgendwo eine Rolle findest, eine Filmrolle oder so. Aber es ist überoptional. Muss sie von Michael entwickeln. Wir haben nur noch eine Minute. Mhm. Oh. Das ist ja krass. Die darf der Gregor gleich noch spielen. Oh ja. Dann wir machen es einfach. Ich speichere schnell ab und dann verschwende ich alle Munition. Nee, wir machen es jetzt so: ich speichere jetzt ab und dann darfst du noch, ohne dass du Schaden anrichten kannst, einfach gucken, ob noch was in der Ecke geht. Okay, super gut. Dann laden wir nächstes Mal wieder hier. Give it to hast me. Noch eine Minute. Dann nimm mal auch die Schrotflinte und okay. Hau mal ein bisschen, hau mal richtig rein. Wo ist denn Menü? Geronimo! Yeah, jetzt machen wir das Spaß. Ich freue mich so ein paar Sekunden. Oh, das wird gut. Komm her, mein Freund. Zack! Oh, da fällt ihm vor Freude ein Arm ab. Zack! Vielleicht lernen wir auch was über die Waffen oder so. Versuch mal, Kopf zu erwischen. Versuche ich gleich mal. Okay. Aber ich habe noch genug Möglichkeit. Oh, das ist gut. Ich will schnell hinbekommen. Ja, wir schaffen es noch hinten in die Ecke. Ja. Ja genau, schau mal, was meine Freunde ballern, geil. Oh, yes, hat geklappt. Wundervoll. Oh Gott, da geht mir das Herz in der Hose auf. Oh, guck dir das doch mal an. Oh, ich glaube, keinen Schuss mehr. Du hast keinen Schuss mehr. Das ist wie eine sehr mobile Fabrikanlage, wo einfach ein Zombie. Stell mal vor, das ist dein Job, den ganzen Tag Zombies den Kopf abschießen. Oh Gott, er lädt nach. Der Vollidiot lädt nach. Mann, Gregor, jetzt kommen wir doch nicht mehr in die Ecke. Doch. So. Wir kommen schnell, wenn der Gewalt verkackst. Na gut, okay, doch. Gut, es ist alles nur Spaß. Das ist das Letzte, was ich tue. Das Letzte, was ich tue.
Okay, ein paar Salutschüsse fürs Ende. Wir einigen uns drauf, das sparen wir uns nächstes Mal wegen der Rumkräuter, oder? Ja, das machen wir. Das war Teil 1. Ist ein großer Spaß schon wieder. Ich hab richtig Bock weiterzuspielen. Ich auch. Freue mich auf den nächsten Teil. Bis dahin, vielen Dank und tschüss. Tschüss.